Zusammen. RSA-Algorithmus war und ist unser Thema und außerdem müssen wir hier noch das Kabel einstecken. So, oder die. Jawohl. Ich meine, das ist eines der Highlights der Informatik, würde ich schon sagen. Es gibt ein paar richtig schöne große Highlights in der Informatik, aber das ist mit Sicherheit eines davon. Und zwar, wir lösen ja eine ganze Menge Probleme auf einen Schlag. Wir können verschlüsseln sicher. Wir können vor allem asymmetrisch verschlüsseln. Und das ist der Turbo fürs Internet. Zumindest was die Sicherheit des Internets betrifft. Das steckt überall drin, wo Sie im Internet sicher kommunizieren. Vielleicht nicht genau dieser Algorithmus, aber ähnliche Algorithmen. Ja? Also das heißt, sicheres Internet wäre heute unvorstellbar ohne so einen Algorithmus. Und das nächste, und deswegen ist es eine Perle der Informatik, ist diese extreme Einfachheit. Schauen Sie diese Formel an. So einfach geht's. M hoch E modulo N. Ich meine, deswegen habe ich auch versucht, sie schrittweise daran zu führen. M plus E modulo N, Verschiebechiffre. Das hat der Cäsar schon gemacht, das ist heute nichts mehr. M mal E modulo N ist fast noch unsicherer wie beim Cäsar. Und schauen Sie, das ist die Hierarchie der arithmetischen Operationen. Addition, Multiplikation, Potenzieren. Also der dritte Versuch führt schon zum Erfolg. Und zwar zum ganz grandiosen Erfolg. Wir können nämlich asymmetrisch verschlüsseln damit und das auch noch sicher. Und dann noch so simpel. Also das ist schon wirklich eine echte Perle der Informatik. Und deswegen würde ich an Ihrer Stelle auch versuchen, das wirklich richtig zu verstehen. Weil das ist doch cool, wenn Sie dann auf der nächsten Party sind und Ihren Freunden oder Freundinnen diese Formel nahebringen können. Ich meine, gibt es was Cooleres auf der Party als sowas? Ich meine, das können Sie hinschreiben, ganz einfach, das sind ein paar Zeichen. Und ja, ob es jeder versteht, das ist eine andere Frage. Und vielleicht fast noch cooler ist, dass das Entschlüsseln genauso einfach funktioniert, indem wir C hoch D modulo N nehmen. Ja? Aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen diffizil. Und das möchte ich auch noch mal kurz an die Tafel hinschreiben. Denn wenn wir das modulo N weglassen und sagen, C ist gleich M hoch E, wenn wir das jetzt nach M auflösen wollen wieder, also entschlüsseln wollen, dann kriegen wir M ist gleich die e-te Wurzel aus C und das ist nichts anderes als C hoch 1 durch E. Das heißt, dieses und das wäre ja dann C hoch D. Das heißt, D ist gleich 1 durch E. Wenn wir ohne Modulo unsere Rechnung machen würden. Ja? Das gilt hier nicht. Ja? Und wir können nur vom Glück reden, dass das da nicht gilt. Weil wenn das so wäre, dann wäre RSA kaputt. Dann wäre das total unsicher. Warum? Warum wäre RSA total unsicher, wenn eine analoge Formel da drüben auch gelten würde? Und damit sind wir jetzt wirklich wieder beim Punkt, nämlich bei der Frage, bei der zentralen Frage nach der Sicherheit von RSA. Warum wäre RSA total unsicher, wenn die Arithmetik modulo n so funktionieren würde? Ich kann auch zuerst die andere Frage stellen, warum ist denn RSA sicher? Wie würden Sie RSA knacken wollen?
Also Brute-Force-Angriff sollten wir mal außen vor lassen, weil bei 1024-Bit-Zahlen können Sie das getrost vergessen. Was ist denn der Knackpunkt bei allen Public-Key-Verfahren? Man kennt den Public-Key, aber den Private-Key kennt man nicht. Und wenn man das berechnen könnte, dann, wenn man den Public-Key hätte und aus dem einfach, wenn man den einfach invertiert, den Private-Key bekommt, dann ist das halt nicht. So ist es. Ganz genau, das ist der Punkt. Sehr gut, sehr gut. Ja? Ich meine, hier, D ist 1 durch E. E ist der öffentliche Schlüssel. Ich nehme den Kehrwert vom öffentlichen Schlüssel und habe den geheimen Schlüssel. Jetzt gut, jetzt könnte man sagen, ja, aber wir rechnen ja modulo N. Jetzt müssen wir also wenn wir modulo N rechnen, dann würden wir analog D gleich E hoch minus 1 modulo N rechnen müssen. Und vielleicht ist ja das unmöglich oder sehr schwierig, oder? Wie ist denn das? Was wissen wir darüber? E kennen wir, ist der öffentliche Schlüssel. Den Modul N kennen wir auch. Kann ich das jetzt effizient ausrechnen oder nicht? Immer noch keine Übungen gemacht. Hey Freunde, was ist los? Es geht immer näher an Semesterende. Sie trauen sich es nicht zu sagen. Ja? Ist es so? Dann seien Sie doch ein bisschen mutiger und sagen Sie es jetzt. Das wäre schön, wenn wir jede Gleichung mit einer Unbekannten so ganz einfach ausrechnen könnten. Das gilt bei der modularen Arithmetik definitiv nicht mehr immer. Aber jetzt geht es um diese spezielle Gleichung. Ja? Der Knackpunkt könnte ja sein, dass ich eine Fließkommazahl, langsam, das ist keine E-Funktion. Also E ist ja eine Zahl. Ja? E ist dieser Public Key. Ja? Eben, also E ist eine Zahl, das ist nicht eine E-Funktion. Schauen Sie, das ist der Exponent, M hoch E. Ja? Das ist irgend so eine Zahl. Ja? E ist eine ganze Zahl. Also hier haben wir diese ganze Zahl hoch minus 1. Modulo n. Geht's nicht so einfach. Schwierig. Ja, das ist aber nicht richtig. In dem Fall geht es ganz einfach. Hallo Leute, erweiterter euklidischer Algorithmus, schon mal gehört? Mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus können wir multiplikative Inverse ganz einfach berechnen. Also diese Formel geht ganz einfach. Das geht ganz einfach, die modulare Inverse von E auszurechnen. Aber der Zusammenhang zwischen E und D hier bei RSA ist ein ganz anderer. Der ist nicht so. Deswegen habe ich ja hier habe ich ja gesagt, wenn wir nicht modular rechnen würden, dann wäre es ganz einfach. Dann würde man sagen, D gleich 1 durch E. Und in der modularen Welt wäre die analoge Formel so. Aber die gilt nicht. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist der zentrale Punkt, weshalb RSA sicher ist. Ja?
weil wir nicht so einfach aus dem geheimen Schlüssel den öffentlichen, weil wir nicht so einfach aus dem öffentlichen Schlüssel den geheimen ausrechnen können. Deswegen ist RSA sicher. Und wie ist der Zusammenhang zwischen E und D? Ja, da gehen wir vielleicht einfach nochmal hier rein in unsere Formel für die Schlüsselerzeugung. Und das ist natürlich schon genial an dem Verfahren. Das muss man ganz klar sehen. Also, wir wählen uns zwei Primzahlen P und Q. Der Modul ist das Produkt aus den beiden. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt berechnen wir Phi von N, nämlich P minus 1 mal Q minus 1. Und langsam hier. Und jetzt lösen wir diese Gleichung. Und jetzt passen Sie auf, Achtung, die Gleichung schreibt man nochmal ein klein bisschen anders hin. Und zwar genau hier drunter. Diese Gleichung da drüben, die lautet, D ist gleich E hoch minus 1 modulo Phi von N. Und das ist natürlich jetzt genial. Hier steht jetzt nicht modulo N, sondern modulo Phi von N. Und da steht modulo N. Das ist trivial auszurechnen. Weil der öffentliche Schlüssel der heißt E, N. Der besteht aus diesen beiden Zahlen. Ich nehme E und N und rechne D aus. Und weil wir den euklidischen Algorithmus haben, geht es auch noch sehr effizient. So, aber leider ist das nicht die Formel. Diese Formel, die gilt leider nicht bei RSA. Das ist die Formel. Was müssen wir tun? Naja, wir haben E und N. Wir brauchen also E und wir brauchen Phi von N. Das ist der zentrale Punkt, weshalb RSA sicher ist. Weil es schwierig ist, oder sagen wir sehr schwierig ist, aus N Phi von N auszurechnen. Wie können wir von N auf Phi von N kommen? Da drüben steht's. Wie hängen N und Phi von N zusammen? Naja, ist ganz einfach. N ist gleich P mal Q. Und Phi von N ist gleich P minus 1 mal Q minus 1. Also, wenn wir N kennen von hier, na, dann rechnen wir halt P und Q aus und dann können wir das ausrechnen. Dann haben wir Phi von N. Aber P und Q ausrechnen, das ist genau der Knackpunkt. Genau an der Stelle steckt die Sicherheit von RSA drin. RSA ist so sicher, wie es schwierig ist, N in das Produkt aus den beiden Primzahlen zu zerlegen. So, also Sie sehen, das ist die geniale Eigenschaft von RSA, dass wir hier eben nicht N verwenden. Und ich meine, das ist natürlich, das ist ein mathematischer Zusammenhang. Da jetzt N zu verwenden, ja, also im Prinzip diese Formel, das würde gar nicht funktionieren. RSA würde gar nicht funktionieren, wenn ich so rechnen würde. Also das ist, wie Sie sagen, das ist die Natur von RSA, dass wir halt so rechnen müssen. Und gleichzeitig bedeutet das die Sicherheit von RSA. Also ich würde mal sagen, da haben wir einfach Glück gehabt. Wir haben einfach Glück gehabt, dass die Mathematik uns an der Stelle so ein wunderbares Geschenk bereitet. Und dass es geniale Forscher gab, die das gefunden haben, dieses Geschenk. In diesem unwegsamen Gelände der zahlentheoretischen Mathematik. Ja? Sind nicht einfach riesige Hash-Tabellen
Ja? Genau, sehr gute Idee. Ist genau ein Ansatz, um RSA zu knacken. Leider, zum Glück, führt er nicht zum Erfolg. Ja? Wir werden das heute in, 20 Minuten noch genauer anschauen. Ja? Aber das ist eine sehr gute Bemerkung. Also, letztlich bringt es mit diesen Hash-Tabellen deswegen nichts, weil es genug Primzahlen gibt. Das heißt, diese Hash-Tabelle, die wäre gigantisch groß. Ja? Wie gesagt, geben Sie mir 20 Minuten, wenn wir soweit sind, dann haben wir die Zahlen auf der Folie und wir können es genau anschauen. Ja? Okay, ja, aber das ist wichtig, nochmal vielleicht, es ist wichtig, dass es viele Primzahlen gibt, ja? Dass es genug Primzahlen gibt. Ja? Weil wenn es nur jetzt hier geht es ja um Zahlen der Größenordnung 2 hoch 1024, wenn es da nur 10 Primzahlen gäbe bis 2 hoch 1024, dann wäre es total unsicher. Ja? Unser Glück ist es, dass die Dichte der Primzahlen in den natürlichen Zahlen hoch genug ist. Ja? Genau. Ja. Wir brauchen viele Primzahlen, genau. Übrigens, wir brauchen für einen anderen Prozess auch noch viele Primzahlen. Und zwar, das hat jetzt nichts mit der Sicherheit zu tun, sondern mit der praktischen Berechenbarkeit von RSA. Und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit GNU-PG sich ein RSA-Schlüsselpaar generieren. Ja, das macht Ihr Computer und zwar ganz schnell. Der braucht da vielleicht eine halbe Sekunde und dann hat er so ein Schlüsselpaar erzeugt. Da macht er genau das. Und zwar am Anfang wähle zufällig zwei große Primzahlen P und Q. Und diese P und Q, die haben beide, sagen wir jetzt mal, 1000 Bit. Ja? Das heißt, es sind beides Zahlen der Größe 2 hoch 1000. Also das heißt, es sind Zahlen mit 315 oder sowas Dezimalstellen. Richtig große Zahlen sind es. Ja? Naja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich so große Primzahlen? Wie finde ich denn so große Primzahlen? So eine große Zahl zu finden ist simpel. Ich nehme mir einfach einen Zufalls-Bit-Generator und fülle 1000 Bit mit zufälligen Bits auf und dann habe ich eine Zahl. Dann habe ich eine natürliche Zahl mit 1000 Bit. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will eine Primzahl haben. Und wie macht man das? Da weiß man bis heute keinen besseren Weg, als ich erzeuge mir halt so eine 1000-Bit-Zahl, zufällig, und jetzt prüfe ich, ist die prim. Wenn sie prim ist, dann habe ich Glück gehabt. Wenn sie nicht prim ist, habe ich Pech gehabt. Was mache ich dann? Ja, dann erzeuge ich mir halt die nächste 1000-Bit-Zahl und prüfe sie wieder. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, es gäbe nur sehr wenige Primzahlen. Dann müsste ich diesen Prozess, Zahl erzeugen, testen, sehr oft wiederholen und das würde mich vielleicht gigantisch Rechenzeit kosten. 10 Jahre Rechenzeit, um ein Schlüsselpaar zu generieren. Das wäre auch nicht gut. Also auch hier brauchen wir wieder eine hohe Dichte von Primzahlen. Also wenn jetzt, wir werden sehen, ich glaube jede 300. oder sowas Zahl in der Größenordnung ist prim. Das heißt, ich muss 300 Mal das Ganze probieren und dann bin ich erfolgreich. Und das ist der Grund, weshalb GNU-PG nur eine halbe Sekunde braucht und nicht 10 Millionen Jahre. Also es gibt genug Primzahlen, auch das werden wir nur als Formel sehen. Also wir brauchen an zwei Stellen, ist es ganz wichtig, dass die Dichte der Primzahlen groß genug ist. Ja? Die Dichte wird zwar immer kleiner, je größer die Zahlen werden, aber es ist noch groß genug. Okay, genau. Also da werden wir auch gleich drauf kommen. Wir haben beim letzten Mal die Korrektheit von RSA bewiesen. In den Beweis will ich jetzt nicht nochmal einsteigen. Da braucht man drei nette Kleinigkeiten aus der Zahlentheorie. Man braucht den kleinen Fermat.
man braucht den chinesischen Restsatz. Und was braucht man denn noch? Eigentlich sonst nicht weiter viel. Ja? Haben sich die Tauschstelle in den Zahlen nicht alle Zahlen dann geteilt, also die Führung, dass ich weiß, dass ich mit den genau, und das ist die nächste interessante Frage. Wie teste ich denn, ob eine Zahl prim ist? Ja? Und eine Möglichkeit ist genau das siebte Eratosthenes anzuwenden. Ja, und jetzt haben wir natürlich ein Dilemma. Weil die Sicherheit von RSA beruht ja genau darauf, dass das schwierig ist, so eine Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Und zwar ist es so schwierig, dass das kein Angreifer bis heute schafft mit so großen Zahlen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Wenn das kein Angreifer schafft, dann schaffen wir es ja auch nicht. Stimmt auch. Ist tatsächlich so. Und deswegen machen wir es anders. Schauen Sie, wir müssen an der Stelle unterscheiden. Ja, also, ich meine, steigen wir jetzt gleich mal in diese Frage ein. Und zwar, wir wollen wissen, ob irgendeine Zahl prim ist. Nehmen wir doch einmal die Zahl 15 und die Zahl 17. Ja? Und die wollen wir beide testen, ob sie Primzahlen sind oder nicht. Das machen wir jetzt simultan. Wir teilen sie beide durch 2. Ich meine, klar, gerade Zahlen sind sowieso langweilig, ja? Weil denen sehen wir es auf den ersten Blick an, dass sie nicht prim sind. Also teilen durch 2 geht bei beiden nicht, teilen durch 3 schon fertig. Geht ohne Rest auf, ist also nicht prim. Teilen durch 3 geht hier nicht, teilen durch 4 geht auch nicht, teilen durch 5 geht auch nicht und schon sind wir fertig. Warum sind wir schon fertig? Warum müssen wir 6, 7 und so weiter nicht mehr probieren? Haben wir beim letzten Mal schon angesprochen gehabt. Genau, 5 mal 5 ist schon größer als das. Wir müssen nur bis zur Wurzel aus der Zahl gehen und dann können wir aufhören. Okay, gut. Naja, bei 17 ist das nur einfach, weil die Zahl ist so winzig. Ja? Aber wenn das halt jetzt eine 1024-Bit-Zahl ist, also wenn die Zahl P, die wir testen wollen, von der Größenordnung 2 hoch 1024 ist, dann ist die Rechenzeit, schreiben wir es doch mal hin, T-Fakt, also die Rechenzeit für die Faktorisierung von einer Zahl, also von der Zahl n, wenn wir diese Zahl n, eine Zahl n faktorisieren wollen, die Rechenzeit ist gleich c mal Wurzel n. Ja, warum? Weil wir, wenn wir es ganz dumm machen, wie gesagt, wenn wir es dumm machen, mit dem siebten Eratosthenes, wir testen alle Zahlen durch, bis Wurzel n. Wir müssen zwar nicht alle testen, aber der Aufwand ist trotzdem linear in Wurzel n. Okay, so, und jetzt nehmen wir hier nicht P, sondern N, also die Zahl heißt jetzt N. Und dieses N ist von der Größenordnung 2 hoch 1024. Naja gut, dann können wir ja schreiben, das ist gleich C mal Wurzel aus 2 hoch 1024. Was ist denn die Wurzel aus 2 hoch 1024? Das ist c mal 2 hoch 1024 hoch 1,5.
Und das ist gleich 10 mal 2 hoch 512. Und das ist ungefähr gleich 10 mal 10 hoch, ja, so ein Drittel davon etwa. Ja? Also 10 hoch 170. Können wir vergessen. Können wir vergessen. Ja? Das kriegen wir niemals hin. Niemals. Also ein sehr guter Einwand von Ihnen. Das geht gar nicht. Wir können unsere Schlüssel gar nicht erzeugen. Jedenfalls so nicht. So geht's nicht. Ja, aber es gibt ja heute auch viel bessere Faktorisierungsalgorithmen als dieses siebte Eratosthenes. Und jetzt, ich blätter jetzt mal ein paar Folien vor, wenn wir schon bei der Frage sind, langsam. Wo halt, ja, das war zu weit, glaube ich. Ja, hier, da. Genau, ah ja, stopp, wir sollten hier noch kurz, diese Formel schauen wir noch ein bisschen allgemeiner an. T-Faktorisierung von 2 hoch b. Also hier haben wir ja gesagt, n ist eine 2 hoch 1024 Bitzahl und jetzt sei n gleich 2 hoch b und b ist die Zahl der Bits, die wir haben. Ja? Dann haben wir c mal Wurzel n gleich c mal Wurzel aus 2 hoch b gleich c mal 2 hoch b halbe. Ja? Ich meine, das ist das, schauen Sie hier, das b war 1024, da ist es 512 geworden. Ja. Oder, ich meine, wir können übrigens auch schreiben, ist gleich c mal Wurzel 2 hoch b. So können wir es auch schreiben. Und jetzt sehen wir, das können wir vergessen. Weil wir haben eine Funktion, die wächst exponentiell mit der Zahl der Bits, die wir haben. Und das geht nicht. Ja? Also wir müssen bloß die Zahl der Bits ein bisschen größer machen und schon geht nichts mehr. Also, siebtes Eratosthenes, hier steht es nochmal, das ist die Formel. Ja? Und das siebte Eratosthenes können wir nicht verwenden, um unsere Zahlen zu testen, ob sie prim sind. Aber es gibt bessere Formeln. Es wurden viele Formeln bis heute entwickelt, mit denen wir Zahlen faktorisieren können und die sind viel besser geworden. Die beste bekannte Formel für sehr große Zahlen ist das allgemeine Zahlkörpersieb, Number Field Sieve auf Englisch. Und das ist die Komplexität. Die Rechenzeit ist proportional zu e hoch 1,7 plus o von 1. O von 1 heißt, es ist eine Konstante, die wir nicht so recht kennen. Ja? Also e hoch eine Konstante mal b hoch ein Drittel mal lnb minus diese Konstante hoch zwei Drittel. So. Ich meine, dieser zweite Faktor hier, der ist nicht so tragisch, weil der wächst nur proportional zur dritten Wurzel aus dem ln von b hoch 2. Ja? Und der Logarithmus ist eine Funktion, die sehr langsam wächst. Also der macht uns jetzt nicht mehr viel Schlimmes. Ja? Das Interessantere ist der hier, e hoch Konstante mal dritte Wurzel aus b. Und jetzt vergleichen wir das damit. Da haben wir eine Basis hoch b und da haben wir was hoch dritte Wurzel aus b. Das heißt, das hier wächst natürlich viel langsamer wie das. Ja? Weil die dritte Wurzel aus b wächst halt auch viel langsamer als b. Fertig. Ja? Und dann ist das ja auch noch im Exponenten. Dadurch verstärkt sich das natürlich nochmal gigantisch. Das heißt, diese Funktion hier, die wächst tatsächlich nicht mehr voll exponentiell. Das kann man auch anschauen. Das ist auch eine der Übungsaufgaben. Ich würde Ihnen empfehlen, schauen Sie sich das an, nehmen Sie so ein Plotprogramm, plotten Sie mal diese Funktion und zwar im logarithmischen Maßstab. Ja? Warum logarithmischer Maßstab?
und zwar einfach logarithmisch. Schauen Sie, wenn Sie eine Exponentialfunktion haben, a hoch x, und da tragen wir auf eben y und da tragen wir auf x. Und wenn wir jetzt das gleiche Bild malen und tragen hier auf log y und hier x, was kriegen Sie, wenn Sie das Bild nehmen und hier drin auftragen? Eine Gerade, so ist es. Sie kriegen eine Gerade, weil der Logarithmus und dieses a hoch sind ja gerade Umkehrfunktionen und dann kriegen Sie hier eine Gerade. So, das heißt, wenn Sie das logarithmisch auftragen, kriegen Sie eine Gerade. Wenn Sie das hier logarithmisch auftragen, dann kriegen Sie keine Gerade mehr. Ja? Das heißt, dann, das sieht man dann auch, das wächst dann ein bisschen weniger schnell als linear, irgendwie so. Ja? Das ist der Beweis dafür, dass diese Funktion keine Exponentialfunktion mehr ist. Okay, gut, also die wächst viel, diese Funktion wächst viel langsamer. Und ja, jetzt schauen wir uns gleich einmal historische Faktorisierungsrekorde an. Ja? Um ein Gefühl dafür zu kriegen, was bedeutet denn das jetzt konkret an Rechenzeit, diese viel langsamer wachsende Funktion. Ja? Und zwar in der Tabelle ist hier erstmal die Jahreszahl aufgetragen von 1970 bis, sorry, nur 1998, ich müsste das mal aktualisieren. Ja? Also da fehlen die letzten 14 Jahre. Da ist aufgetragen die Größe der größten faktorisierten Zahl, und zwar in Dezimalstellen. Also die größte 1998 faktorisierte Zahl war 140 Dezimalstellen. Ich meine, heute, wir sind heute weiter, vielleicht bei 200, ja, irgendwie sowas. Könnte sein. Ja? Ah, no, ich glaube noch nicht ganz 200. Okay, hier ist tatsächlich die Zahl angegeben, das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen, 5 hoch 128 plus 1. Und das sind die Namen der Leute, die das gemacht haben, und da steht die Methode, die da angewendet wurde. Ja? Und das ist bei den meisten Moore-Methoden steht hinten ein S dran. Das S steht für Sieb, also so ein Sieb, wie das Sieb des Eratosthenes. Bloß diese Siebe, die sind intelligenter. Und zwar, was macht die Siebe intelligenter? Vielleicht schauen wir uns das auch noch kurz an. Und zwar beim Sieb des Eratosthenes, da teile ich erst durch 2, dann durch 3, dann, ja, und jetzt durch 4 brauchen wir gar nicht mehr teilen. Warum brauchen wir durch 4 nicht mehr teilen? Genau, so ist es. Das heißt, wir können sofort alle Vielfachen von 2 löschen. Also 4 brauchen wir nicht, aber 5 brauchen wir, das ist eine Primzahl. Ja? Dann käme 6, brauchen wir auch nicht, weil das ist ein Vielfaches von 3. Ja? Dann kommt 7, dann kommt 8, brauchen wir auch nicht, weil Vielfaches von 2. Dann 9 brauchen wir auch nicht, 10 brauchen wir nicht, 11 müssen wir wieder testen und so weiter. Also beim Sieb des Eratosthenes ist schon ein bisschen Intelligenz dabei, weil ich kann sofort bei jeder Zahl, die ich getestet habe, kann ich quasi aus der unendlichen Folge, die dann kommt, alle Vielfachen rauslöschen. Und das ist natürlich schon cool. Ja? Trotzdem haben wir diese Wurzel-n-Komplexität. So, und jetzt die intelligenteren Siebe, die verwenden teilweise richtig fortgeschrittene, schwierige Zahlentheorie. Das heißt Formeln, was weiß ich, eine Formel, wenn ich weiß, 5 und 7 geht nicht, dann geht vielleicht 5 mal 7 mal so und so auch nicht, und dann können wir viele andere auch noch löschen. Ja? Also diese Siebe sind einfach besser, weil die noch mehr Zahlen rauslöschen, die wir dann nicht mehr überprüfen müssen. Okay, ja, und was man sieht ist, die hier, GNFS, ist dieses Generalized Number Field Sieve. Ja?
Und ich kann Ihnen sagen, dass die Zahlentheoretiker intensiv immer noch daran arbeiten, diese Algorithmen zu verbessern und einfach diese Siebe noch besser zu machen, sodass wir hier noch mehr Zahlen rauswerfen können. Ja? Okay, und ich kann Ihnen auch sagen, dass all diese Rekorde wurden erreicht mit nicht trivialem Aufwand. Also nicht nur so wie bei der Schlüsselerzeugung eine halbe Sekunde lang probieren mit einem ordinären PC, sondern da wurde tatsächlich mit gigantisch Rechenpower, was weiß ich, welche Parallelrechner, über Monate oder Jahre wurde da gerechnet. Ja? Okay, das heißt, hier dran sehen wir, dass wir mit diesem besten bekannten Algorithmus nicht jetzt 1024 Bitzahlen heute faktorisieren können. Ja? Weil diese 140 Dezimalstellen, das ist etwa das Dreifache an Bits, das heißt 600 Bit oder sowas, kann man heute mit dem Number Field Sieve zerlegen. Ja? Und damit auch testen, ob sie prim sind. Aber wir brauchen Zahlen, die nicht 500 Bit haben, sondern 1000 Bit mindestens. Ja? Ja? Sie meinten doch, dass circa alle 300 Zahlen die Primzahl ist. Ja? Kann man da nicht mit irgendwie der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zeug und sowas machen? Oder ist die Verteilung auf die 300? Naja, was nützt mir die Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ja, dass ich da irgendwie irgendwas kommt, so dass alle so und so, dass die 300. Stelle und die 200. Stelle mit dem Zahlenspiel nur eins draufsetzen. Ja, sie ist, leider tauchen die total unregelmäßig auf. Also da, ich meine, wenn es da eine Formel gäbe, dass man sagt, ha ja, jede 300. ist prim und so, nein. Das sieht, wenn man die statistische Verteilung anguckt, total zufällig aus. Da kann niemand eine Vorhersage machen, nicht einmal kann man die Wahrscheinlichkeit angeben, dass die nächste prim ist. Außer so triviale Fälle. Ist klar, jede zweite ist sowieso nicht prim, weil es eine gerade Zahl ist. Ja, da haben wir Wahrscheinlichkeit 1, dass sie nicht prim ist. Aber für die ungeraden Zahlen können wir da nichts sagen. Ja? Können wir da nichts sagen, leider. Also das ist ein hochinteressantes Gebiet und es ist ja erstaunlich. Es ist schon erstaunlich, weil da steckt ja Struktur drin, da steckt richtig viel Struktur drin in den natürlichen Zahlen. Insbesondere in den Nicht-Primzahlen steckt Struktur drin, weil die sind ja das Produkt aus anderen Zahlen. Und trotzdem, wenn wir uns die so anschauen, wenn wir uns auch Grafiken anschauen, das sieht total zufällig aus. Das ist ein faszinierendes Gebiet. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie jetzt fertig sind mit dem Bachelor, gehen Sie irgendwo an die Uni und studieren Sie mal richtig Mathe. Ja? Und spezialisieren Sie sich auf die Zahlentheorie, verwenden Sie da mal 10 Jahre zum Mathe studieren und dann verstehen Sie die Sachen richtig gut. Ja? Und dann wissen Sie, was da abgeht. Aber ich meine, 10 Jahre muss man schon investieren, um Mathe halbwegs zu verstehen. Ja? Ich meine, schauen Sie, ich habe jetzt... Ich meine, ich habe nicht immer Mathe studiert, ich habe auch, muss ich zugeben, andere Sachen zwischendrin gemacht. Aber ich habe angefangen mit dem Studium 1980 und das heißt, das sind jetzt 32 Jahre. Ja? Und ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Aber es wird immer cooler, je länger man es macht, desto besser versteht man es. Ja, gut. So. Also sprich für unseren Test, ob diese zufällig gezogene Zahl prim ist, ist das zu aufwendig. Den Aufwand, den können und wollen wir nicht treiben. Ja? Jetzt schauen wir uns gerade noch folgende Kurve an. Und zwar hier ist aufgetragen die Jahreszahlen, also das ist nichts anderes als die Tabelle, grafisch aufgetragen. Und nach oben die Zahl der Dezimalstellen, die man faktorisiert hat. Also hier sind, jeder Punkt ist einer von diesen Rekorden. Ja? Das hat der Herr Silverman von der Firma RSA Security irgendwann einmal gemacht, diese Analyse. Und er hat dann gesagt, ha, das ist ja lustig. Das sieht ziemlich linear aus. Also da kann man eigentlich ziemlich gut
eine Gerade durchlegen durch diese Kurve. Ja? Er hat auch gesagt, eigentlich müsste man da ja, müsste das fast exponentiell zunehmen, weil das Mooresche Gesetz, das heißt die Rechenpower, wie die zunimmt im Laufe der Jahre, exponentiell geht. Aber ich meine, da muss man vorsichtig sein, weil vor allem wurden ja auch immer wieder andere Algorithmen verwendet. Jedenfalls, das ist ein empirisches Fakt, dass das linear aussieht. Und jetzt können wir natürlich hergehen, so wie die Börsenspekulanten das auch machen, die verwenden heute Computer, schauen sich solche Kurven an und extrapolieren. Wobei an der Börse ist es noch viel schwieriger, weil das ist keine Gerade, hier ist es eine Gerade. Das heißt, hier ist die Extrapolation trivial. Wir verlängern einfach die Gerade da nach hinten rechts oben und zwar so weit, bis wir hier, also bis diese Kurve da oben ankommt bei 1024. Ja? Und dann ist die Frage, bei welcher Jahreszahl landen wir da hinten? Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel und da kommt dann raus das Jahr 2037. Also im Jahr 2037 werden Moduli mit 1024 Bit nicht mehr sicher sein. Wenn das so weitergeht, und das weiß natürlich niemand. Ja? Da gibt's natürlich zwei extreme Varianten. Die eine Variante ist, vielleicht ist das allgemeine Zahlkörpersieb das Beste, was man finden kann und es wird nichts mehr passieren. Das heißt, die Funktion, die bleibt konstant. Das heißt, man wird nie 1024-Bit-Zahlen faktorisieren können. Aber das andere Extrem kann natürlich auch passieren, dass plötzlich ein genialer Mathematiker erscheint und sagt, hey, ich habe die coole Formel, mit der wir in linearer Zeit faktorisieren können. Ja? Das glaube ich zwar nicht, aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Also diese Extrapolation ist mit Vorsicht zu genießen. Aber ich meine, das ist das Beste, was wir momentan machen können. Bei dem Wissen, das wir haben, nehmen wir halt an, es geht so weiter wie bisher. Aber das gibt uns ja auch ein bisschen Sicherheit. Das heißt, ich meine, 2037 ist noch ein ganz schönes Stück in der Zukunft. Das heißt, heute können wir mit 1024-Bit-Moduli noch ganz gut leben. Okay, Faktorisierung, genau, das brauchen wir jetzt nicht genau anschauen. Ja, okay. Empfehlung des Autors, das heißt meine Empfehlung im Jahr 2001 war 1024-Bit, damit können wir heute immer noch gut leben. Und wenn Sie hysterisch ängstlich sind, dann nehmen Sie halt 2000-Bit. Ja. Ja, gut. So. Sicherheit von RSA, warten Sie mal. Ja, genau. So, jetzt sagen wir hier noch ein paar Worte dazu. Und zwar, also zur Sicherheit von RSA muss man jetzt noch Folgendes dazu sagen. Also wir sind jetzt, wir gehen nochmal kurz zur Sicherheit, nicht zu dieser Schlüsselgenerierung. Da kommen wir gleich zurück auf Ihre Frage bezüglich der Schlüsselgenerierung. Aber die Sicherheit von RSA beruht ja darauf, dass dieser Modul N nicht zerlegt werden kann. So. Aber bis heute haben wir noch gar keinen Beweis, dass die Sicherheit tatsächlich auf der Faktorisierung beruht. Und das müssen wir uns jetzt nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wo haben wir das stehen gehabt? Nö, nirgends mehr hier. Wir haben ja diese Formel N ist gleich P mal Q. Und eine Möglichkeit, RSA zu knacken, ist genau N in P und Q zu zerlegen, weil dann können wir ja Phi von N gleich P minus 1 mal Q minus 1 trivial berechnen. Also wenn wir N zerlegt haben, dann sind wir fertig, ist es geknackt. Jetzt haben wir ja gesehen, dieses Faktorisieren geht aber leider heute noch nicht so gut, wie wir es brauchen. Und jetzt Vorsicht, daraus jetzt zu schließen und zu sagen, das ist der Beweis für die Sicherheit von RSA, das ist leider ein bisschen zu gewagt. Warum? Ja? Ich würde ja sagen, dass man mit
Sehr gut. Ganz genau das ist der Punkt. Es könnte sein, dass morgen ein Mathematiker da kommt, der sagt, vergiss doch das, ich mache es ganz anders. Ich knacke RSA irgendwie ganz anders. Und das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob so einer morgen noch kommt. Weil, da steht es auf der Folie, es ist bis heute noch nicht bewiesen, dass die Sicherheit von RSA genau darauf beruht. Vielleicht gibt es ja eine andere Methode, die viel einfacher ist. Das wissen wir einfach nicht. So unsicher ist es. Leider gibt es an der Stelle keine strengen Beweise. Das heißt, ein Stück weit müssen wir einfach glauben, dass das sicher ist. Ja? Aber nochmal, ich habe es schon oft gesagt, ich will es nochmal wiederholen, kein Grund zur Hysterie. Weil unser gesamtes Leben beruht darauf, dass wir Vertrauen haben in gute Ingenieure, die sichere Autos bauen, die sichere Brücken bauen, die sichere Hausdächer bauen. Ich meine, können wir garantieren, dass uns jetzt nicht die Decke auf den Kopf fällt? Nein, das können wir nicht. In Italien war letzte Woche ein übles Erdbeben, oder diese Woche, wo den Leuten tatsächlich die Decke auf den Kopf gefallen ist und es gab viele Tote dabei. Können Sie garantieren, dass wir nicht innerhalb von den nächsten 5 Sekunden so ein Erdbeben haben werden? Wer kann das garantieren? Niemand. Also. Und hier haben wir halt auch keine Garantie. Aber erstens, wir vertrauen darauf, auch wenn es ein starkes Erdbeben gibt, deutsche Architekten und Ingenieure bauen sichere Häuser. Ja? Da haben wir ein gewisses Vertrauen drauf. Ja? Und hier haben wir ein Vertrauen in alle Mathematiker auf diesem Globus, dass die uns da nichts vorenthalten. Wobei natürlich ein bisschen Misstrauen gibt es schon, weil die Geheimdienste, die haben natürlich exzellente Mathematiker und vielleicht haben die es ja schon rausgekriegt und sagen es uns nicht. Aber es gibt trotzdem noch viele Open-Source-Mathematiker, sage ich einmal, die alles publizieren, was sie rausfinden. Okay, und das ist der Punkt. Die Experten glauben, dass es kein effizientes Verfahren zur Faktorisierung gibt. Glauben. Vertrauen. Okay. Man weiß außerdem noch nicht, ob die Faktorisierung in der Klasse P oder in NP ohne P liegt. Wobei das ist für Sie jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Es gibt das PNP-Problem, ist übrigens auch so eine Perle der Informatik. Das machen wir hier im Bachelor nicht, sondern das kommt erst im Master in der theoretischen Informatik. Man teilt die Berechnungsprobleme, die wir heute haben, ein in die, die in der Klasse P sind, das sind die leichten. Das sind nämlich Probleme, für die es einen Algorithmus, der auf einem PC läuft, gibt, der in polynomieller Zeit das Problem löst. Das heißt, die Rechenzeit wächst proportional zu n hoch irgendeiner Konstante, n hoch 2, n hoch 3, n hoch 7 oder so. Ja? Und das sind die Probleme, die wir als nicht extrem schwierig ansehen. Ich meine, n hoch 7 ist übel. Übel ist es. Aber es gibt viel Schlimmeres, nämlich 7 hoch n ist viel schlimmer. Das ist nämlich exponentielles Wachstum. Ja? So, und das ist die andere Klasse, wobei man darf jetzt nicht sagen, die Klasse NP, das ist exponentielles Wachstum, weil da gibt es auch noch viel Schlimmeres, noch schlimmer als exponentiell. Ja? Das sind die Probleme, die eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösen kann. Und eine nicht-deterministische Turing-Maschine, das ist eine tolle Erfindung. Ja? Ein richtig cooles Teil. Ja? Das ist ein PC, der, wenn er jetzt zum Beispiel so Zahlen faktorisieren, ein Suchproblem, da probiert er das und das und das. Und er tut immer dann, wenn er eine Auswahl hat, welche Zahl soll ich probieren? Dann fragt er ein allwissendes Orakel und sagt, welche Zahl soll ich denn als nächstes probieren? Und das Orakel sagt ihm dann welche. Ja? Also wenn wir solche PCs hätten mit einem allwissenden Orakel, dann könnten wir diese Probleme auch in polynomialer Zeit lösen. Ja? Und ich meine, es ist klar, dass die Faktorisierung in NP liegt. Ja. Ja. Das weiß man zwar, aber was hilft uns das, weil so allwissende Orakel haben wir leider auch noch keine gefunden. Ja? Aber der wichtige Punkt ist der,
Wir wissen nicht, ob die Faktorisierung ein hartes Problem ist oder ob es vielleicht doch einfach ist. Ja, das ist genau der Punkt, das wissen wir einfach nicht. Daran wird natürlich noch gearbeitet. Okay. Und deswegen können wir heute leider nicht sagen, ob RSA in 50 Jahren noch sicher sein wird. Vielleicht ist es kaputt dann. Übrigens, oh, da sollte man an der Stelle auch noch Folgendes erwähnen, das Thema Quantencomputer. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von Quantencomputern. Quantencomputer, das sind Computer, die auf mikroskopischer Ebene mit Quantenzuständen arbeiten. Ja, da hat man irgendwelche Systeme, wo irgendwelche Elektronen mit Spin-up und Spin-down irgendwo eingefangen sind und festgehalten werden und deren Zustände werden zum Rechnen benutzt. Ja. Diese Bits, die sogenannten Q-Bits, das sind jetzt keine deterministischen Bits mehr, so wie wir sie kennen, sondern das sind immer zwei Zustände von so einem Elektron, Spin-up oder Spin-down. Ja. Und jetzt spielt da natürlich der Zufall eine große Rolle und schwierige Quantenmechanik. Jedenfalls haben geniale Leute Computer gebaut, die mit solchen Q-Bits arbeiten. Und in der Quantenmechanik ist es so, dass so ein Elektron mit Spin-up und Spin-down, da kann man nicht sagen, das ist jetzt im Zustand 1 oder im Zustand 0. Man weiß es gar nicht. Man kann es gar nicht anschauen, weil sobald ich es anschaue, das Elektron, sobald ich einmal hinschaue, wissen Sie, das ist sowieso ein Versteckspiel. Das Elektron versteckt sich immer. Ja? Und wenn ich es dann gefunden habe, dann sagt es, hallo, ich bin Spin-up. Ja? Oder ich bin Spin-down. Aber was ich vorher war, das weißt du nicht. Ja? Das wechselt, das ist andauernd in einer Kombination aus beiden Zuständen. Und wenn ich hingucke, dann wird es projiziert in einen Zustand. Das Geniale an den Quantencomputern ist das, dass alle Elektronen, wenn ich jetzt so einen 100-Bit-Computer habe, alle Elektronen sind in allen Zuständen gleichzeitig. Das heißt, solange ich da nicht hinschaue und ich lasse die was rechnen, die Elektronen, im Verborgenen, rechnen die alle Zustände parallel durch. Und das ist natürlich cool für solche Suchprobleme, weil die probieren quasi alle Faktorisierungszahlen gleichzeitig durch. Und irgendwann sage ich, hallo, ich mache auf und dann wird es in den Zustand projiziert. Und dann steckt natürlich nur ein genialer Algorithmus, dieser Shor-Algorithmus dahinter. Und am Ende sagt er mir dann, ob die Zahl prim ist oder nicht. Ja? Beziehungsweise der gibt mir sogar die Faktoren raus. Der gibt mir die Primfaktoren raus, der Algorithmus. Und der Algorithmus ist schnell. Und der knackt RSA. Ganz locker. Ganz locker knackt der RSA. Unser Glück ist es nur, bis heute, dass man den Quantencomputer noch nicht bauen kann. Man hat bis heute Quantencomputer, ich glaube mit 7 Bits oder sowas gebaut. 7 Bit. Ja? Kürzlich war da doch ein Vortrag im Mittwochseminar, dieser Herr Rose. Ich glaube, der hat was gesagt, dass die ein bisschen weiter sind. Also es gibt Amerikaner, die behaupten, sie hätten schon einen mit ein paar mehr Bits, ich weiß nicht mehr, 12 oder 15 oder so. Ja? Aber was man braucht, wäre ein 1024-Bit-Quantencomputer. Und dann ist das ein Problem mit der Kohärenz. Diese Zustände der vielen Elektronen zum Beispiel, die müssen kohärent sein. Das heißt, die müssen aneinander gekoppelt sein. Und dieses Aneinanderkoppeln ist physikalisch wahnsinnig aufwendig. Ja? Wahnsinnig aufwendig. Das ist heute, dieser 7-Bit-Computer ist ein riesiges Labor mit Hochvakuum und Kryogefäßen und so weiter. Und jedes zusätzliche Bit bedeutet einen gigantischen neuen Aufwand. Und jetzt wollen Sie da noch 1000 Bit dazu tun. Keiner hat eine Ahnung, ob man jemals das Ding bauen wird, können wird. Also insofern können wir auch noch sicher sein, dass da so schnell nichts passieren wird. Ja. Gut, ja. So viel zur Sicherheit von RSA. So. Also wir können nur vertrauen, RSA ist nur eine Zeit lang sicher. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage, weil Ihre Frage war ja bezüglich bei der Schlüsselgenerierung. Ja? Wie war jetzt nochmal Ihr Einwand? Formulieren Sie doch nochmal schnell. Wie man weiß, dass es eine Primzahl ist, ja, genau. Beim Knacken von RSA, wenn ich RSA knacken will,
dann ist die einzig bekannte, oder nicht, aber so ziemlich die einzig bekannte Methode die hier. P und Q zu finden. Und dann muss ich faktorisieren. So, jetzt haben Sie aber schon gesagt, ganz sehr gut, dass wir müssen ja zum die Schlüssel erzeugen. Also bei der Schlüsselerzeugung erzeugen wir P und Q, wir brauchen zwei Primzahlen, da müssen wir gar nicht unbedingt faktorisieren, sondern wir müssen nur wissen, ist die Zahl prim oder nicht, das reicht uns völlig aus. Ja? Und wenn die Zahl nicht prim ist, dann will ich gar keine Faktoren wissen. Mir reicht zu wissen, die ist nicht prim, dann werfe ich sie weg und dann probiere ich die nächste. Und tatsächlich ist es so, dass, oder es scheint so, dass die Frage, ist eine Zahl prim, ist einfacher als die Forderung, ich will auch noch die Faktoren wissen. Das ist tatsächlich ein einfacheres Problem. Und es gibt sogar einen Beweis, mittlerweile, und zwar einen harten mathematischen Beweis, dass diese Frage, ist eine Zahl prim, die liegt in P, also in dieser einfacheren Berechnungsmenge. Und liegt in P heißt, es gibt einen polynomiellen Algorithmus. Es gibt einen Algorithmus, der in polynomieller Zeit entscheiden kann, ob eine Zahl prim ist oder nicht. Und da gab es ein Paper, ich denke, das dürfte so 5-6 Jahre her sein, und der Titel von dem Paper war Primes is in P. Ganz einfacher, kompakter Titel. Drei Inder haben das Paper geschrieben, drei indische Mathematiker, und haben bewiesen, Primes is in P. Primes ist genau dieses Berechnungsproblem, nämlich herauszufinden, ist eine Zahl prim. Und die haben einen polynomiellen Algorithmus vorgestellt, der in polynomieller Zeit das Ganze berechnet. Und zwar die Komplexität von dem Algorithmus, hier haben wir jetzt stehen T-Fakt, wir schreiben jetzt nicht mehr hin T-Fakt, sondern T-Primes. Ist gleich C mal, und jetzt B, es geht um die Zahl der Bits. Ja? Hier hatten wir ja, ist exponentiell in der Zahl der Bits, B steht im Exponenten. Und die haben gezeigt, ist gleich B hoch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 8 oder 9. 8 oder 9. Ja? Das weiß ich nicht mehr genau. Und das ist natürlich cool. Das war natürlich eine tolle Sache für die theoretische Kryptographie. Für die praktische Kryptographie hat es leider nicht viel gebracht. Weil hoch 8 ist auch noch ziemlich übel, ist richtig übel. Ja? Sprich, dieser Algorithmus, den die vorgestellt haben, der ist leider für unsere Schlüsselgenerierung bei GNU-PG auch nicht tauglich. Da würden wir auch Wochen oder Monate oder was dran sitzen und warten, bis das Ding unsere Schlüssel generiert hat. Ja. Aber das war natürlich theoretisch interessant. Weil die haben jetzt da, wie soll ich sagen, aufgezeigt, dass dieses Testen, ob eine Zahl prim ist, wie soll man das jetzt sagen, wir glauben mittlerweile ziemlich stark dran, dass das Testen, ob eine Zahl prim ist oder nicht, viel einfacher ist als das Faktorisieren. Also Faktorisierung ist vermutlich viel schwerer als einfach Testen.